Zweite Liga das richtige Mittel? Das auf jeden Fall. Aber jetzt auch ein halb hoher Ball und man schießt die Torhüterin langsam warm, Mareike Vogel, mit dem dritten gehaltenen Ball. Und die Chance auf 3 Tore ranzukommen jetzt für Nordharreslee. Fuß abgepfiffen. Man darf natürlich jetzt nicht in Panik geraten, weil jetzt gerade zur Zeit beim Spiel noch nicht wirklich viel passiert. Und Wendy Künzel. Ansatzlos am Körper des Abwehrspielers vorbei. Kein Blickfeld für den Torhüter auf den Ballführende. Klasse durchgeschoben. Das sind die sogenannten angesprochenen leichten Dinger. Ja, und wir haben es gerade gehört vom Hallensprecher, 19:14 für Grün-Weiß-Schwerin. Und das war das erste Tor für Grün-Weiß-Schwerin in dieser Halbzeit. Und das war wichtig, um wieder ins Spiel reinzukommen. Und jetzt müsste man nochmal eine Hand am Ball haben. Da ist eine Hand am Ball von Joda Benk, aber Legard kann den dritten Treffer erzielen. 19:15. Vielleicht sollte Joda ein bisschen aggressiver rauskommen auf die Wurfhand. Kann sich ein bisschen besser positionieren, blockt den Ball vielleicht im Kompletten und eröffnet natürlich Schwerin dafür eine Chance im Gegenstoß oder in der zweiten Welle. Mal gucken, sie hat noch ein bisschen Zeit, sie wird sich reinfinden. Sie hat ja ehrlich gesagt auch viel Erfahrung. Man muss auch dazu sagen. Und jetzt gibt es 7 Meter für ausgeholt von Wendy Künzel. Und sie geht selber zum 7-Meter-Punkt. Ah, nein, sie holt sich nur den Ball, wollte nochmal den Ball anfassen. Kai, du weißt, der Gefaulte sollte nie selber werfen. Ja, das haben wir im Spiel hier zuvor hier gerade erlebt. Und Felke mit dem zweiten Treffer per 7 Meter. Da muss ich dir glatt noch was erzählen, Kai. Es ist einfacher, einen Rückstand aufzuholen, als einen Vorsprung zu verwalten. Glaube es mir, es ist wirklich so. Es ist eine Qual für jeden Einzelnen, der unter Druck steht. Wir haben 5 Tore, wir wollen es irgendwie halten. Es ist einfacher für den Gegner, Tor für Tor sich ranzuarbeiten, kommt durch die Sicherheit zurück. Und bei Schwerin dann in dem Falle, wenn es soweit kommen würde, die Unsicherheit. Ja, aber wieder der Ball geht ins Nirvana. Und Felkel dann mit der Finte und abgebrochen. So, aber man muss sagen, bei Schwerin, das, was wir gegen Alt Landsberg gesagt haben, diese Unsicherheit vom 7-Meter-Punkt heute noch nicht eingetreten. 3 7-Meter, 3 Treffer. Ach, jetzt technischer Fehler abgepfiffen. Und da Konter für Haresley. Und Manuela Roth im Nachfassen. Klasse gemacht. Ja, hätte Wendy fast Glück gehabt, hatte die Hand schon am Ball. Soll sich gar nicht so viel ärgern, soll den Schub mitnehmen, dass sie auf gleicher Höhe war. Dem Torhüter ist natürlich etwas leichter macht. Beim nächsten Mal wird sie richtig stehen, hat sie den Ball in der Hand und leitet dementsprechend die neue Spielsituation ein. Gar nicht so viel hadern. Es steht hier super für Grün-Weiß-Schwerin. Man führt hier mit 4 Toren nach 6 Minuten der zweiten Hälfte gegen den Zweitligisten TSV Nordharreslee. Und das war klasse geworden. Kerstin Felkel. Wenn so eine Dinge reingehen, sieht man sofort. Die Spielerin hat unheimlich viel Selbstvertrauen. Aber ich würde jetzt schon fast sagen, das war fast ein Nullwinkel. Also eigentlich für den wären wir gar keine Wurfchance mehr. Guckt sich die Torhüterin toll aus und legt das Ding ganz sauber in den Kopf. Sah schön aus, auf jeden Fall. Ja, man hört da ein wenig die Unzufriedenheit bei Nordharreslee raus. Die Spielerinnen keimen sich da ein wenig an. Jetzt aber mal das Kreuz gespielt. Manuela Roth wieder mit dem Anspiel an den Kreis. Nichts war's. Und Marie Kinscher von außen. So, Schwerin hat die Anfangsnervosität abgelegt der zweiten Halbzeit. Kommt so langsam wieder ins Rollen. Das Spiel, was sie in der ersten Halbzeit ausgezeichnet hat, über den Druck der ersten und zweiten Welle zum Torerfolg. Und es zeigt sich wunderbar, was du vorhin gesagt hast, wenn einer den Kopf auf die Schultern kriegt, Kerstin Felkel, mit dem Pass auf Marie Kinscher, die ist dann sicher verwandelt. Die 7. Treffer bereits in dieser Partie, 22:16.
Jetzt versuchen sie es mit zwei Kreisläufern und da ist die Lücke. Und der Treffer von Katharina Sophie Vollquarzen. Ihr fünfter Treffer. Ja, alles beruhigen, neuer Spielaufbau. Immer ganz wichtig, dass man dann, wie gesagt, den Kopf oben behält. Merkt, die Situation ist abgeschlossen. Man formiert sich neu. Sagt den Spielzug an. Und da hat man denn das nötige Glück. Kommt natürlich auch sowas zustande. Bisschen glücklich, aber das Glück gehört dem Tüchtigen. Aber das haben sie sich auch erarbeitet. Da geht sie schön rein, die Kerstin Felkel. Und dann kommt der Roller und sie ist eben im richtigen Moment da mit dem richtigen Schwung und macht das Tor. Wie sagt man so schön? Oder im Fußball sagt man, ein Stürmer muss an der richtigen Stelle stehen. Hier ist es bei unserer Nummer 19 genauso. Antizipiert die Situation, verschiebt parallel und hat natürlich das Glück. Jawohl. Und jetzt geht's wieder schnell. Jetzt geht's wieder schnell. Und wir wissen. Schade, Schrittfehler. Jetzt haben wir nicht einverstanden, aber Schrittfehler gepfiffen durch die Schiedsrichter. Das wäre natürlich ideal gewesen für Grün-Weiß-Schwerin, jetzt mit 7 Toren in Führung zu gehen. Du sagst gerade, dieser Schrittfehler, das ist die Situation, wenn die Spielerin den Ball fängt und in dem Falle, wenn sie den Ball fängt, mit beiden Beinen gleichzeitig aufkommt, ist es ein Nullschritt. Dadurch, dass sie aber den Ball in der Schrittbewegung fängt, hat sie schon einen Schritt gemacht. Daher 2 weitere Schritte, 3 Schritte, so wie eben gesehen, der 4. Schritt dazu, um die Gegenspielerin auszutanzen, kommt es natürlich zu diesem Schrittfehler und das hat der Schiedsrichter gut beobachtet. Und das war ein Kreisanspiel und 7 Meter-Entscheidung für Nordharreslee. Ein sehr starkes Anspiel an den Kreis. Hat sich gut durchgesetzt dann. Und wie gesagt, dann kommt es zum 7 Meter. Ja, Svenja Vogeler am 7-Meter-Strich gegen Anna Pöschel. Wir waren in der richtigen Ecke, aber der Ball war drin. Und auch der 5. von 6-7 Metern im Tor. Man hört das jetzt hier neben uns, das lautstarke Anfeuern und Anweisungen geben von der Bank. Da spielt mehr als 7 Spielerinnen als momentan auf dem Feld. Oder mehr Trainer auf der Bank als sein sollten. Der Trainer ist relativ verhalten, relativ ruhig. Und die Spielerinnen, klar, versuchen natürlich von außen her auch ihre Emotionen und ihre Idee mit reinzugeben. Weil wichtig ist ja in der Abwehr eigentlich das Gespräch zwischen den Nebenspielern. Ja, schön abgelaufen. Pass. Und Tor, Marie Günther. Ja, da zeigt Antje Thormann natürlich ihre Cleverness und Routine und spielt natürlich den Ball wunderbar nach außen. Marie macht das Ding natürlich ganz, ganz sicher rein. Und der Ball war aus? Nächster technischer Fehler. Und so langsam und allmählich wird es eng hier für Nordharreslee. Ja, der Trainer wird nervös, hat schon die grüne Karte in der Hand, führt Einzelgespräche mit seinen Spielerinnen, möchte nochmal was verändern. Gucken, ob das was bewirkt oder ob Schwerin der ganzen Sache einfach mit Coolness entgegensteht. Ja, 6 vor gerade für Schwerin. Torwartwechsel auf Schweriner Seite jetzt. Jetzt kommt Susanne Grimm. Joda Weng bleibt hängen und Kindchen nimmt den Abpraller und haut ihn rein. Die 25-18. Ja, Jola soll sich gar nicht so viel ärgern. Sie schafft natürlich eine Situation für sich, wirft den Block an. Aber das gehört dazu. Ein Block, der Abpraller muss natürlich auch erstmal kontrolliert werden. In dem Falle Glück, dass der Ball nach außen geht. Und das sind auch so eine positiven Eindrücke, die Jola, gerade wenn sie heute ein bisschen unglücklich agiert, einfach mitnehmen sollte. Ja, so einfach ist das, hören wir gerade von der Bank von Nordharreslee. Zu einfach würde der Schweriner Trainer natürlich sagen. Das war ein einfaches Tor von Melanie
Legard, 25-19. Ja, weil wir haben, ich hatte es eben schon gesagt, Torwart wechselt bei Grünwald Schwerin. Jetzt versucht der Schweriner Trainer das, was er in der ersten Halbzeit schon gezeigt hat. Ich habe zwei gute Torhüterinnen und die können beide halten und Jona Wenk bleibt unglücklich. Aber wieder der Abpraller, Felkel und Abwurf entschieden für Harris Lee. Felkel hatte da auf einen Einwurf für Schwerin gehofft. Kommt nicht zustande und Auszeit genommen durch Nordharesley. So, wir haben jetzt nochmal reingehorcht bei der Auszeit von Nordharesley. Und der Trainer wirkt wieder sehr, sehr ruhig, sehr, sehr konzentriert mit klaren Anweisungen auf seine Spieler, auf sie ein. Ja, warum sollte er auch in dieser Phase jetzt laut werden? Das bringt überhaupt nichts. Man muss, wie gesagt, jetzt ein bisschen psychologisch einwirken, die Spielerinnen daran erinnern, was sie können. Jeder Einzelne hat ein Talent. Jetzt würden sie nicht in der zweiten Liga spielen. Und der lange Pass von Grimm. Natürlich versuchen, die Mannschaft zu beruhigen, aber die Hasenjagd geht irgendwie weiter hier, habe ich das Gefühl. Ja, sehen wir eine Reaktion. Setzt der Trainer Roth auf die Mittelposition, vorher außen. Und mal gucken, was das bewirkt, ob sie die Mannschaft besser ordnen kann. Schöne Finte und das Tor. Durch Katharina Bruder. Und Schwerin ordnet sich jetzt neu. Ja, das Abwehrsystem wurde ein wenig umgestellt. Etwas offensiver mit der 5-1-Deckung. Jetzt ergeben sich natürlich Fehlpass.